Ab du! Kuckuck. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Backzockt Risen 2. Aquatas. Und heute ist der große Augenblick gekommen. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Heute wird Paddy, Stahlbart und der schiffbrüchige Pirat hier aufbrechen an einen Ort, an dem alle bisherigen Fäden zusammenlaufen. Speicher natürlich. Wir haben ja nicht gerade von dem neuen Speicher, von dem gespeicherten Spiel geladen, also müssen wir speichern. So, mitkommen. Wir reisen heute zu der Küste von Arborea. Hier unten, da ist sie, die Bucht von Maracay. Naja, was soll ich? Die Bucht von Maracay, Arborea. Eigentlich könnte man, wenn man jetzt wenn hier größer, ähnlich wie bei Gothic 3 gearbeitet worden wäre, könnte man eigentlich von hier nach hier rüberfletzen. Ist aber nicht der Fall. Man muss hier drumherum schippern. Ob das jetzt wirklich gut ist oder schlecht, sei dahingestellt. So, wir reisen also heute zur Bucht von Maracay. Neben der Schwertküste der zweite Stützpunkt der Inquisition auf Arborea. Auch hierfür birgt dichter Dschungel viele Geheimnisse und tödliche Gefahren. Geheimnisse und tödliche Gefahren, genau das, was ich gesucht habe. Ja, und wenn wir jetzt Questlog gucken. Die Insel der Toten. Das Ding hier. Jo, der zweite Ich. Nachricht aus dem Jenseits. Dieser Geist hat doch ein anderes Licht in der Welt der Lebenden. Vielleicht kann ich ihm helfen. Ich muss mit ihm reden. So, den haben wir nirgendwo gefunden. Ich glaube, der hat es sogar gesagt gehabt. Es ist auf in der Bucht von Maracay. Ist auch dort. Ja, finden wir auch dort. So, was haben wir noch? Sturminsel. Der Schwarm. Wir suchen noch ein paar Gargoyles. Die verstecken sich natürlich auch dort. So, Schatzinsel. So, mehrere Köchlein finden wir bei Garcia. Ist auf Arborea bzw. Maracay. So, Waffen, Seelenufer. Das sind die Waffen, die wir noch schmieden sollen. Da bin ich jetzt nicht unbedingt besonders hinterher. Vielleicht finden wir noch was davon. Oh, und hier die Quest sowieso, die Bucht von Maracay, da steht sogar schon. Oh, also würde ich jetzt hier, wir gucken, wie viel Gold haben wir einstecken. Müssen wir noch was einkaufen vorher? Jo, was haben wir hier? 11.000! Alter! Härte. Das Attribut, da brauchen wir wie viel? 6.000 Kröten brauchen wir. Was war Gerissenheit? Das Attribut der Gerissenheit steigert den Grundwert der Talente Diebeskunst. Ach so, das war ja die. Ach so, na klar. Nee, okay. Alles klar. So, machen wir das. Basiswert: linker Stiefel plus. Ja. Ja, was machen wir? Bauen wir Voodoo aus oder Gerissenheit? Gerissenheit ist ja nur Klauen. Aber Voodoo, ich habe auch gelesen, Voodoo, das soll irgendwie nicht so, so geil sein, wie es eigentlich klingt. Der einzige Vorteil, den ich jetzt gesehen habe, ist das Spaß hier, die anderen Leute hier zu übernehmen. Was natürlich auch nur questbedingt ist. No, ansonsten ist Voodoo tatsächlich eigentlich Käse. Kann ich aus bisheriger Erfahrung einfach nur so sagen. Ich wüsste auch nicht mit diesen Zeptern, was wir haben ja versucht da irgendwas zu machen. Was wir da gemacht haben, weiß ich nicht. Ich habe nur im Foren habe ich nur gesehen, dass die einige Spieler mit Voodoo genauso überfordert waren wie ich. Jo, eine richtige Antwort habe ich darauf nicht gefunden, außer dass es so eine Art Schwierigkeitsgrad mehr oder weniger ist. Weil als Inquisition hat man ja die Musketen. So, das macht die ganze Sache ein Stückchen einfacher. Während wir hier mit den Voodoo-Sachen
immer noch nur mit Schwert und Pistole kämpfen. Ja. Bleiben uns die Musketen natürlich verwehrt. Deswegen weiß ich nie, ob ich hier Voodoo wirklich skillen soll. Denn alles, was wir bei den Lehrern hier skillen sollen bei Voodoo, das hilft uns nicht wirklich weiter. Das ist alles irgendwie, ich weiß nicht. Das ist viel Tamtam um nichts. Jo, ich würde tatsächlich hier in Richtung Härte gehen, Feuerwaffen. Ich würde das erstmal so stehen lassen und mal jetzt hier, bevor ich mich noch länger hier um Kopf und Kragen rede, erstmal die Truhe hier öffnen. und dann aufbrechen zur Bucht von Maracay. Ja, so sieht. Das ist der Plan. So, aber diese beschissene Truhe, die will uns das ganze Ding hier. Ach, verdammt nochmal. Hier gerade unsäglich in die Länge ziehen. So, der letzte Knopf kommt auch hoch. Jo, Krog, Trank des Rituals, Gold. Dafür musste ich ja mindestens eine Stunde lang die Truhe knacken. So, Stahlbartsgeist, wenn ich jetzt sage, zurück zum Schiff, dann kommt der, dann muss ich den Stahlbart, glaube ich, neu beschwören. Aber, nee, warte mal. Hafenstadt, stimmt. Fällt mir wieder ein. Ich will Planken unter meinen Füßen und Seeluft riechen. Du kannst mir mal an die Füße fassen. Jo. Nee, das war nicht hier. Wo konnten... Ein Schiff ohne Rum stinkt nach Jauche. Ein Schiff ohne Rum stinkt nach Apfel. Konnten wir hier irgendwo Kugeln kaufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Scarlet. Wir gucken noch fix, der ob wir hier noch... Der letzte Scheiß. Stimmt, bei dem da hinten eventuell. Wir gucken mal, ob der uns Kugeln verkauft, weil wir haben kaum noch Kugeln. Wir haben 41 Kugeln. Oh. Ich denke mal, auf Maracay, an der Bucht von Maracay werden wir... Sieh dir ruhig an. Ja, Quatsch bin ich hier noch dazwischen. So. Okay. Warte. Wenn wir einmal hier sind... Da war doch irgendwas. Ach nee. Stimmt, das könnten wir kaufen. Zeig mir deinen Kram. Den legendären Gegenstand. Ja, halt die Schnauze. Voodoo-Puppe, legendärer Gegenstand. Voodoo-Nadel, kostet 2000 Mark. Nein, jetzt nicht. So. Wir gehen jetzt nochmal zu dem hier hinter, in der Hoffnung, der verkauft mir Kugeln. Eine Markibäre. Wollen wir das Äffchen töten? Nee. Nach der Erfahrung mit den letzten Äffchen bei dem Tempel töte ich jetzt keine Äffchen mehr. Oh. Hä? Was steht denn hier rum? Hier steht ein Nackter. Cruz. Der alte Cruz ist jetzt glücklich. Ach so. Vielen Dank für deine Hilfe, mein Wo sind Captain. Wir ja eigentlich? Antigua. Jetzt lass doch mal, das Ding ist doch leer. Hör auf! Oh, ja, da, wir stehen im Feuer. Zeig mir deine Ware. Aber sicher doch, lass dir Zeit. Ja, halt die Klappe. Auf Kanter nach zu öffnen. Alter Dreispitz. So, hat er inzwischen mal was Neueres? Ja, was Besseres? Nö. Oh, Lederstiefel, nee. Alter, der hat aber auch keine Kugeln, oder? Wegen der Täuschung, Schaufel, Spitzhacke, Häutungsmesser. Voodoo-Puppe. Nee. Gut, okay. Dann kannst du... warte mal. Zeig mir ein paar von deinen schmutzigen Tricks. Was genau? So gut bin ich auch nicht. Zeig mir, wie ich Papageien nur benutzen kann. Zeig mir, wie ich Papageien benutzen kann. Weiß die Biester sind so abgerichtet, dass sie deinem Gegner ins Gesicht fliegen und ihn ablenken. Das funktioniert, solange du nicht unruhig wirst. Das überträgt sich sofort auf die Vögel und sie hören nicht mehr auf dein Kommando. Ruhig bleiben also. Genau. Effin Zim haben wir schon. Wozu das jetzt auch immer, haben wir jetzt einen Papageien gekriegt hier? Mal. Benutzbares. Wo war das, Keine Ahnung, vielleicht haben wir jetzt ein Fenster rausgeschmissen. Ist mir gerade egal. Und jetzt
Bevor ich hier länger drum rumrede. Jetzt sage ich doch, Stahlbarts Geist ist weg. Oder es steht hier irgendwo anders rum. Ist mir gerade egal. So. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Würde ich mal sagen, machen wir mit der Story weiter. Schluss mit Chillen. Wir gehen jetzt hier in die Bucht von Maracay. Wir kommen. So, das Wegfahren können wir wegdrücken, aber das hier. So, und natürlich ist wieder Nacht. Scheiße. So, jetzt gehen wir erstmal schlafen hier. Die Blauröcke erwarten uns unten am Wasser. Wenn sie hier das Blut der Maracay vergießen, bekommen sie meine Macht zu spüren. Ja, ja, ja. Ja, ist ja gut. Ruhig, Chani. Wir wissen doch noch gar nichts. Lass uns zu ihnen gehen. Ich will hören, was sie zu sagen haben. Ich bin müde. Ich will schlafen. Lass mich in Ruhe. Du kannst mitkommen schlafen. Betty auch. Oh, ja. So. Im Regen in die Traufe, ehrlich. Oh, ah ja. Ich bin tatsächlich im Reich der Toten gewesen. Siehst du, die alten Legenden sprechen viel Wahrheit. Aber dass du in einem Stück wieder herauskommst, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich dachte, du zweifelst nicht an mir. Oh no, das tue ich auch nicht. Aber früher forderte die Reise ins Reich der Toten Opfergaben. Nichts Schlimmes. Ein Auge oder eine Jungfrau. Ist ja toll, dass du damit jetzt erst um die Ecke kommst. Es hätte dich nur unnötig beunruhigt. Mit einer Jungfrau kann ich gerade nicht dienen. Wir haben nur Patty und Chani mit. Ja. Patty, was sagst du zu der ganzen Sache hier? Irgendeine Idee, wo ich Harlock jetzt suchen soll? Am besten du fragst direkt mal die Jungs von der Inquisition. Die scheinen ja schon eine Weile hier zu sein. Wen nehme ich jetzt mit? Das wäre die große Preisfrage. Chani wollte mitkommen. Grane Katan, Jaffa Tutantan. Du bedankst dich bei mir? Wofür? Du hast mich auf deine große Reise mitgenommen. Und ja. Nun fühle ich, dass ich bald am Ziel meiner Reise sein werde. Du meinst, du hast deinen wertvollen Gegenstand, dein Aurikulki, gefunden? Ich habe es noch nicht. Aber ich weiß, dass es bald soweit ist. Interessant. Sag mir Bescheid, wenn du es gefunden hast, ja? Jip, Jip, du bist mein Matar. Du wirst es als Erster erfahren. Ja, davon ist auszugehen. So. So, Kollege. Das hier ist die Bucht von Maracay. Was sagt deine Nase dazu? Das ist natürlich eine strategisch äußerst günstige Insel. Ich bin mir sicher, dass die Gargoyles hier versuchen werden, ihre Eier zu verstecken. Kennst du hier jemanden? Hier sind einige Protektoren stationiert. Dann geh zu ihnen und frag sie nach Zeichen des Schwarms. Wenn du die Gargoyles vernichtet hast, dann bring mir die Eier, die du hier findest. Oh, deine verdammten Gargoyles. So, noch irgendwas? Seltsam, nicht wahr? Ja, ja. Nun, wer nehme ich mit? Chani oder Patty? Wir nehmen Chani mit. Komm mit. Gut. Die hat ja gerade darum gebettelt, mitkommen zu dürfen. Ja, gehen wir mal. Wir stehen jetzt, seit wir angekommen sind. Wir haben gerade Nacht geschlafen. So, Kollegen, was habt ihr zu wollen? Du hast Glück gehabt, dass wir dein Schiff nicht direkt versenkt haben, Pirat. Wenn ich dieses Schiff nicht schon einmal gesehen hätte, läge es jetzt auf dem Grund des Meeres. Ich bin nicht euer Feind. Das glaube ich auch nicht. Sonst stünden wir jetzt nicht hier. Wir können momentan jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Wenig Zeit. Wir haben eigene Probleme. Wenn ich euch erzähle, was hier los ist, dann werdet ihr euch die Zeit nehmen. Glaubt mir. Vor einigen Tagen sind wir von diesem Dreckskerl Garcia angegriffen worden. Er hat unser Schiff versenkt. Aber wir konnten ihn in die Flucht schlagen. Ihr gehört offensichtlich nicht zu ihm. Also, warum seid ihr hier? Naja,
das ist eine lange Geschichte. Wir sind eigentlich nur hier um. Warte. Wie es aussieht, haben wir denselben Feind. Wir sind auf der Suche nach Garcia. Gut, ich verstehe. Jo. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig unterstützen. Ich vermute, dass Garcia in einer anderen Bucht vor Anker gegangen ist. Wenn du mehr erfahren willst, musst du mit Kommandant Corrientes sprechen. Er ist mit einem Teil unserer Expedition in den Dschungel aufgebrochen. Jo. Was hat Corrientes vor? Wir wissen, dass es hier ein verstecktes Tal geben soll, in dem sich der Feuertempel befindet. Genaueres können wir allerdings nur durch die Eingeborenen hier erfahren. Kommandant Corrientes wollte Kontakt mit ihnen aufnehmen und ist diesem Weg in den Süden gefolgt. Wir haben jedoch seit Tagen nichts mehr von ihnen gehört. Also, wenn du sie finden solltest, lass es mich wissen. Hört sich ziemlich gefährlich an. Ist es auch. Aber ich kann dir ein paar Tricks mit dem Degen zeigen. Ja, zeig mal. Wie habt ihr Garcia in die Flucht geschlagen? Das kann dir besser unser Kanonier Marcos erzählen. Es ist schließlich sein Verdienst. Kann ich mich bei euch ausrüsten? Naja, viel haben wir nicht mehr. Du siehst ja die Sauerei unten am Strand. Rede mal mit Mercutio. Oh, er verwaltet die Sachen, die wir retten konnten. Du findest ihn im Tempel. Hier. Hast du eine Karte dieser Region? Nein, leider nicht. Aber Kommandant Corrientes hat eine Karte aus den Archiven von Caldera mitgenommen. Du kannst ihn danach fragen, wenn du ihn findest. Machen wir. Ich suche nach Gargoyles. Moment. Sind das diese geflügelten Biester, die aussehen, als kämen sie direkt aus der Hölle? Ja, so könnte man sie beschreiben. Ich habe einige von ihnen gesehen. Es waren zwei Gruppen. Die schienen sich irgendwo nicht unweit von hier im Süden niederlassen zu wollen. Wie viele waren es? Schwer zu sagen, aber ich schätze, es waren etwa ein halbes Dutzend. Gut, ich denke, das wird helfen. Machen wir. Ich suche einen Piraten. Ja. Ich suche einen Piraten namens Harlock. Harlock? Nie gehört. Aber ich habe vor kurzem einen Indio gesehen, der sich ebenfalls über Piraten beschwert hat. Er war am Anfang des Dschungels zu finden, wenn du weiter ins Inland gehst. Werd mich mal umsehen. Machen wir. Hier. Unterrichte mich im Degenkampf. Was soll ich dir zeigen? Tja, frag mich mal. Das Problem, wir haben da kein Gold mehr. Konterparade klingen 4. Wie werde ich schnell besser mit dem Degen? Ein fester Griff ist wichtig. Der Degen ist eine schnelle und vor allem elegante Waffe. Um den Gegner zu verwunden, brauchst du keine große Kraft, sondern vor allem Geschick und Schnelligkeit. Benutze dein Handgelenk. Dann kannst du im letzten Augenblick noch die Stoßrichtung ändern oder die Waffe des Gegners an deiner abgleiten lassen. Ja. Ja, nehmen wir jetzt erstmal mit. Nee, ich bin armer Mann. So. Kollege, so, Shani, was sagst du zu der ganzen Sache? So. Okay, was haben wir jetzt alles gekriegt hier? Das zweite Ich brauchen wir nicht mehr. Das Schwarm. Ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Karte. Da würde ich erstmal versuchen. Hier, Bucht von Maracay, verstecktes Tal, Expedition. Kommandant Corrientes. Wir würden erstmal versuchen, den zu finden. Wegen der Karte. Jo, das hat erstmal oberste Priorität, damit wir uns hier zurechtfinden. Guck mal hier, nicht Karte, keine. Was? Wo hab ich die denn her? Okay, alles klar. Ja, das sind alles so. Ich erinnere mich an diese ganzen Sachen schon, aber. So. Wir gehen mal. Erstmal wieder alles abklappern hier. Markus, was war mit dir? Sieh dir das an, Captain. Die Kanonen sind genauso ausgerichtet, dass sie die Schwachstellen deines Schiffes treffen würden. Das ist aber nett gesagt. Dankeschön. Ich bin schon mal besser begrüßt worden, ehrlich. Weiß, ja. Ich bin noch nicht gut genug. Pass lieber auf, dass nicht noch ein Schiff vorbeikommt. Ich mach den ganzen Tag nichts anderes. Aber ich feuere nur auf Leutnant Valdez' Befehl. Ich könnte dir die Augen nehmen, ohne dass du es merkst. Na, wie soll er da noch zielen? Ganz unter uns. Ich glaube nicht wirklich, dass du eine Bedrohung für uns bist. Ach, und warum nicht? Valdez hätte dich nicht durchgelassen, wenn es so wäre. Naja, es sei denn, er will dein Schiff kapern, wenn du unterwegs bist. Shani, was ist los mit dir? Du scheinst deinen Humor ja noch nicht verloren zu haben. Natürlich nicht. Solange ich meine Kanonen habe, bin ich glücklich. Ich verstehe mich im Umgang mit Geschossen. Früher in Caldera habe ich schon so manchen Piraten verjagt. Sonst hätten sie mich ja nicht mitgenommen.
Ja. Erzähl mir von der Schlacht mit Garcia. Wir haben großes Glück gehabt, dass Leutnant Valdez zuerst die Kanonen an Land gebracht hat. Der alte Fuchs hat schon gewusst, dass wir nicht lange alleine bleiben. Dummerweise hat Garcia unserem Chef eine volle Breitseite verpasst. Aber ich habe ihm eine Kugel genau vor den Bug geschossen. Noch einen Moment länger und ich hätte ihn versenkt. Garcia kriegt schon noch seine Breitseite. Ja, und darauf freue ich mich schon. Ja. Du warst Kanonier in Caldera? Das will ich wissen. Die letzten Jahre schon. Aber ich wollte schon immer auf eine Expedition fahren. Es ist alles eine Frage der Zeit. Irgendwann werden wir hier unsere eigene kleine Stadt errichten. Kannst du mir was beibringen? Klar, aber das kostet eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit? 1000 Kröten? Nee, können wir uns sowieso nicht leisten. Wir gehen erstmal hier runter. Wer ist denn hier? Protektor. Und! Ja. Weil hier drüben, wenn wir uns auf die Karte angucken, hier drüben ist nicht viel, da würde ich erstmal die Ecke hier abklappern. Wir können aber auch erstmal ein bisschen Proviant herstellen. Was haben wir denn hier? Roher Fisch. Ja. Ja, Proviant. So, da haben wir wie viel? 155. So, irgendwo ein Turm. Da ist ein Turm. Wie kommen wir zu dem Turm? Ist hier irgendwas mit dem Turm? Was ist denn hier? Ich hab doch gerade was gesehen, die Geisterlinie. Ein Glück, dass ich die gefunden habe. Ja. Das ist ja so ein Turm, der nichts macht. Zusammen. Was zusammen? Oh. Ach, hier geht's dann auch in den Dschungel, oder? Nee. Er hat die Truhe für mich bewacht, damit kein anderer die sich holt. Alles klar, danke dafür. So, mach mal auf hier. Komm. Alter. Ja, danke schön. So, was haben wir hier? Eine Pistole, ist die besser als meine? Nein. Kugel, 6 Kugeln, hervorragend. Jetzt haben wir wieder 6 Kugeln mehr. Ich werde verrückt. So, den Goldklee. Scheiß auf die Kugeln, Hauptsache wir haben den Goldklee. Die Markibeere ist natürlich auch eine hervorragende Beute. Ja. Jede Ecke, die wir hier abgegrast haben, ist wieder ein weiterer Fortschritt. So, hier vorne, hier können wir überall hin, oder? Nee, ich würde erstmal ins Landesinnere dann gehen. Oder kriechen wir erstmal weiter am Strand rum? Hm. Das ist jetzt die Frage. Ja. Aber was ist denn jetzt hier? Geh doch einfach mal hoch, das ist nur eine Treppe. So. Okay, wir waren fertig miteinander. Gerade nicht. Feuervogel. Guck, guck. Warte mal. So, genau. Was mit dir? Was machen wir jetzt mit dem? Was können wir hier machen? Ich hab das immer noch nicht begriffen. Ach so, Chani hat mich geheilt. Ja. Was Vorratsfass? Ach stimmt ja, das ist ja irgendwie Quest hier ist noch. Wollen wir die erste Quest dafür holen? Ne, warum? Weil wir hier sind. Viele Trümmer, aber auch Treibhut. Wir sollten alles mitnehmen, was hier rumliegt. Ja. Bunny, in alle mitnehmen, da kenne ich mich aus. Da brauchst du mal keine Angst haben. Guck mal hier, Vorratsfass. Quest erfolgreich. Vorratsfass gefunden. Hm. Kommen wir hier weiter.
Ist hier tief? Kommen wir hier rum? Ja. Haben wir hier schon das Kringel hier für... Nee. Pulvermond. Ah ne, komm. Schnappen wir uns jetzt auch die Muscheln hier. Und dann gehen wir mal rein hier. Leck mich jetzt am Arsch mit dem Strand. Das Abgrasen können wir später machen. Das haben wir die ganze Zeit jetzt gemacht. Jetzt will ich hier weiter sehen, wie es weitergeht. Laufen ein bisschen schneller hier, komm. Wo ist die Treppe? Hier. Wo ist die Treppe? So, hier geht's auch ins Landesinnere. Okay. Wir gehen aber erstmal hier in den Tempel rein. Inzwischen haben wir über 12.000. Wir haben jetzt schon seit Tagen nichts mehr von der Expedition gehört. Kommandant Corrientes ist ein fähiger Mann. Sie werden ihre Gründe haben. Vielleicht sind sie schon alle tot. Sie werden schon einen Weg durch den Dschungel finden. Vor dem Ende der Welt kann man nicht fliehen, egal wie weit wir fahren. Du bist erst tot, wenn du aufhörst, dich zu bewegen. Jo. Geniale Weisheit. Es wird Jahre dauern, bis der Dschungel für Zivilisierte bewohnbar ist. Ihr seid zivilisiert, oder wie? Puerto Isabel heißt er. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Tempel. Wer bist du denn? Was? Wie kommst du hier rein? Durch die Tür. Ja, genau hier. Durch den Eingang. Sehr komisch. Mir ist leider gar nicht mehr zum Lachen, seitdem wir hier sind. Du siehst ja, was hier los ist. Unsere ganzen Vorräte liegen im Meer oder am Strand verstreut. Jederzeit könnte uns irgendwer oder irgendetwas angreifen. Und ich versuche, die ganzen Sachen in Ordnung zu bringen, die uns geblieben sind. Dann geh doch und hol dir den Scheiß, anstatt hier rumzustehen, du Blödmann. Aber ich, Leute, das ist ja, es ist, ja. Wieso bist du mitgekommen auf die Expedition? Ach, ich hab mir das alles ganz anders vorgestellt. Ja. Eine Reise in ein fernes, grünes Land, haben sie gesagt. Ein Land, das die dunkle Welle verschont hat. Also dachte ich, das wird ein tolles Abenteuer. Berge voller südländischer Früchte, Lagerfeuer am Strand und wenn wir zurückkehren, sind wir Helden. Und jetzt sitze ich hier in der Scheiße fest. Lass dich mal die Haare schneiden. Kann ich was bei dir kaufen? Ich weiß nicht recht. Vielleicht, wenn du mir einen Gefallen tust? Und was wäre das? Unten am Strand liegen noch einige Vorratsfässer herum, die nicht zerbrochen sind. Wenn ich noch weitere 6 Fässer kriege, habe ich genug Sachen, um mit dir zu handeln. Ach so, ich kann die Fässer auch alleine ausplündern, da brauche ich die nicht dafür. Komm, ich besorg dir deine Fässer. Das wäre mir eine große Hilfe. Nee. Hier sind 6 Vorratsfässer. Das ist ja fantastisch. Sieht so aus, als wäre unsere Versorgung fürs Erste gesichert. Das ist mir ein paar Münzen wert. Ja, jetzt zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hast du Kugeln dabei? Oh mein Gott. Ihr eleganter Krummsäbel. Meine unsere ist 100. Exotischer Säbel. Du hast nur Dreck dabei hier. Dafür habe ich dir die Fässer geholt. Rapier 90. Das ist Duelldegen 70. Brandöl. Was macht denn Brandöl? Talent schmutzige Tricks. Brauchen wir nicht. Wir haben eine Pistole. Piratendolch. Ach hier, Wurfgeschoss. Das gehört mir auf diesen Werfen hier. Guter 3 Spitz. Unserer hat 3. 2 Spitz, 3. Wir haben ja Stahlbarts Hut, steht ja sogar da. Schwerer Mantel, 20-20. 12. Wollt ihr mir damit sagen, dass das mit den 20-20 jetzt eigentlich schon das Beste ist, was ich haben kann? Aber der ist lila und der kostet 800 Kröten. Wir haben 20-20. Einschüchtern plus 5. Einschüchtern plus 5 hat der andere nämlich nicht. So. Guter fester Mantel, unser ist besser. Lederweste. Ja, komm, behalte den Scheiß. 5-5. Nö. Wir haben eigentlich schon soweit. Hier, Kugel. Was kostet eine? 150 Kröten. Nehmen wir mal das ganze Paket mit hier, komm. Spitzhacke. Bauplan für Duelldegen. Brauche ich nicht.
So, was kannst du von uns kriegen? Wir gucken mal. Plunder. Was haben wir für Plunder dabei? Rezepte? Nee. Idol? Ich kann die ganzen Idole nicht verkaufen. Die brauchen wir vielleicht noch in Höhlen. So, Schale. So, da haben wir doch schon wieder ein bisschen was. Ganzen Scheiße können wir verklingeln. Königsmaske, Affenstatue. Bringt zwar bis 100. Krone. Ist die von König Robert dem Dritten? Oder dem Zweiten? Jadestein. So viel Wude machen wir. Stellen wir jetzt nicht her. Das bringt auch bis 25 pro Stück. Saphir, diese ganzen Edelsteine. Diamant. Ein Diamant, der bringt aber auch nicht wirklich viel. Dafür, dass es ein Diamant ist. Feder. Brauchen wir für Voodoo. Jaguarfell. Brauchen wir das Fell eines Silberrückens. Lass ich mal. Das hat, was der alles aus der Totenwelt mitgenommen hat. So, wir sind eigentlich durch für heute schon. Häutungsmesser. Schwertrohling. Brauchen wir das? Keine Ahnung. Benutzbares. Was können wir dir da verkaufen? Würgeranke. Wofür brauchen wir eine Würgeranke? 10 mal 32, 300 sind 320 Kröten. Schwarze Orlando. Das strömt ein. Jetzt machen wir Alchemie. Haben wir Alchemie hier irgendwo? Weil für den Krog, da brauchen wir doch nur Zucker. Jo, Äffchen. Ausrüstung. Können wir dir hier sowas verkaufen? Entermesser. Was haben wir denn hier alles? 50 Entermesser brauchen wir nicht. Wellentänzer. Das ist unsere Waffe, die wir anhaben. Wieso haben wir eine Rapier an und nicht den Wellentänzer? Was ist los hier? Altes Schwert. Kannst du kriegen. Sperre. Kannst du auch alle haben. Bombe. Was wollen wir mit der Bombe? So. Ja. Gut. Dann machen wir rechte Hand. Krummdolch. Das ist ja so ein Wurfgeschoss. Ich nehme keine Wurfgeschosse. Steinharte Garganus. Ja, was haben wir hier? Kopf. Können wir vom Kopf was verkaufen? Also Kopfbedeckung, nicht was vom Kopf verkaufen. Wir können ihm vielleicht eine Nase oder so verkaufen. Botenkleidung. Brauchen wir die? Piratenklamotten. Ne, lass mal, die Klamotten behalten wir uns. Beine. Wir verkaufen ihm die Beine, genau. Füße. Verkaufen wir ihm ein paar Füße. Ohrring. Ne, Matrosenring, was macht das? Klingenfest. Ist 50. Klingt schön, aber. Was haben wir an? Wir haben das Ding an. Stichwaffen plus 5. Gurkenring, schmutzige Tricks. Goldwert, hier komm, nimm mit. So, dann haben wir. Alter, was haben wir alles hier für Gold gemacht? Guckt euch das mal an. Ring. Dunkelter Goldring, Silberzunge plus 5. Silberzunge plus 5, schmutzige Tricks. Behalten wir den, geben wir den weg. So, Offiziersring, Stichwaffen, Pistole plus 5. Was haben wir an? Liebeskunst plus 20 haben wir hier an. Ring des Inquisitors, Gurkenring. Wir hatten noch einen an, wo 4 Sachen drin waren. Keine Ahnung, reicht das mal. So. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle weiter in der nächsten Folge. Speichern wir. Jo, tack. Jo. Und damit hoffe ich, das ganze Ding heute hier hat euch ein bisschen gefallen. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüssi.